Hallo und willkommen zurück im Januar 2019. Ich wünsche euch noch ein frohes und gesundes neues Jahr. Und wie ich euch im Weihnachtsspecial versprochen habe, dass ich mehr dabei sein möchte, bin ich heute wieder an Start. Genau, aber ich würde sagen, lasst uns nicht weiter reden, sondern lasst uns mit der Sendung beginnen. Zu den News. Fast 90% der queeren Jugendlichen werden online diskriminiert. In einer Studie des Deutschen Jugendinstituts wurden nun 1700 lesbische, schwule, bisexuelle, transsexuelle und genderdiverse Jugendliche und Erwachsene im Alter von 14 bis 27 Jahren befragt. Unter anderem wurden sie gefragt, wie sie ihre Freizeit gestalten und wie ihr Umfeld auf ihre sexuelle Orientierung bzw. ihre Geschlechtsidentität reagieren. Dabei kam heraus, dass das Internet der Fixpunkt der Befragten ist, denn tendenziell nutzen die queeren Jugendlichen das Internet mehr als Heterosexuelle. Ein Grund dafür ist aber auch, dass das Internet den Raum bietet, sich mit anderen queeren Jugendlichen zu vernetzen und sich bei Themen auszutauschen. Aber das Internet ist nicht nur der Ort für Vernetzung und Austausch bei queeren Themen, sondern auch eigentlich der Ort der Diskriminierung, dem man dann leider ausgesetzt ist. Zudem kann man sagen, der Befund der Studie ist, dass auch im Zeitalter der Ehe für alle eine Diskriminierung von queeren Menschen im Internet noch stattfindet. Ja, lasst uns doch einfach das Ganze mal von der positiven Seite betrachten. Man wird durch seine Mitschüler immerhin auf Ideen gebracht. Ich wurde beispielsweise in der Schule schon als schwul bezeichnet. Da wusste ich noch lange nicht, dass ich das wirklich bin. Erste Studie über LGBTI-feindliche Gewalt in Sachsen. Seit Anfang des Jahres befragt die Landesarbeitsgemeinschaft Queeres Netzwerk Sachsen Lesben, Schwulen, Transsexuelle und intergeschlechtliche Menschen nach ihren Gewalterfahrungen. Dieses findet alles in der Kooperation mit der Fakultät Soziale Arbeit der Hochschule Mittweida statt. Diese Studie läuft jetzt noch bis zum 15. Februar und das ganze Projekt ist sozusagen eigenständig finanziert und auch unabhängig. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch mitmachen, denn alle Bürger des Freistaates können teilnehmen. Zudem liegen Fragebögen in Sachsen an ausgewählten und geschützten Standorten aus. Oder ihr guckt einfach bei uns auf Facebook und klickt auf den Link und könnt online die Umfrage mitmachen. Und ich sage euch, die Studie, die ist wirklich wichtig. Denn daraufhin kann man auf Maßnahmen oder kann man Maßnahmen erarbeiten, die wirklich den Menschen helfen. Wie zum Beispiel ein Umsiedlungsprogramm für alle queeren Menschen raus aus Sachsen nach Köln beispielsweise. Am 1. Januar trat Brasiliens homophober Präsident sein Amt an. Seit der Wahl des Rechtspopulisten Jair Bolsonaro gab es in Brasilien ganz viele Eheschließungen von homosexuellen Paaren. Denn diese haben Angst davor, dass der Präsident wieder dieses Gesetz, das die gleichgeschlechtliche Ehe erlaubt ist, wieder verbietet. Und so wollen sie ihm zuvorkommen. Nun trat er am 1. Januar sozusagen offiziell sein Amt an und die LGBTQ-Community fühlt sich leider von diesem Präsidenten bedroht und versucht sozusagen gegenzusteuern, indem sie ganz viel heiraten, bis sozusagen, oder beziehungsweise bis sie hoffen, dass das Gesetz nicht abgeschafft wird. Und es gibt sogar auch was Positives, denn im November ist die Eheschließung von gleichgeschlechtlichen Ehen bis um 66% gestiegen. Immerhin. Also, ich weiß nicht, der Herr Präsident hat ja auch so ein komisches Zitat gebracht, ja? Hast du das Stimmt. auf dem Schirm? Ja, er hatte gesagt, ihm sei es lieber, dass sein Sohn sterbe, als dass er homosexuell sei. Ja, bei dem Zitat fällt mir eigentlich nur ein anderes Zitat ein, eines großen Astronomen, der da mal meinte, es gibt eigentlich nur zwei Sachen, die wir wissen, die unendlich sind. Die menschliche Dummheit und das Universum. Aber das Universum, das haben Hawking und Einstein ja schon widerlegt. Naja, für die nächste News muss ich erstmal den Flugmodus einschalten, denn Tessa, was kommt jetzt? Die Emirates Airlines. Die zensiert nämlich LGBTQ-Inhalte im Bordprogramm.
Wer nicht weiß, wer das ist die viertgrößte Fluggesellschaft der Welt, die Emirates Airlines. Und zwar ist die aus den Vereinigten Arabischen Emiraten und hatte noch 2017 eigentlich öffentlich erklärt, dass sie eine multikulturelle und globale Firma sind. Ich zitiere, Emirates diskriminiert niemanden aufgrund ethnischer Zugehörigkeit, religiöser Überzeugung oder sexueller Orientierung. Doch jetzt steht dieser Bericht des Evening Standard aus London dem gegenüber. Und diese berichten nämlich, dass sie in verschiedenen Filmen, zum Beispiel, also vorwiegend in den Filmen Lady Bird und der BBC-Produktion Killing Eve von Phoebe Waller-Bridge, Szenen von gleichgeschlechtlichen Paaren sozusagen rausschneiden. Da frage ich mich doch eigentlich, also wenn ein Kuss dazu führt, dass man zensiert wird, wie verhält sich das eigentlich, wenn man jetzt an Bord sitzt und sich dort quasi live küsst, wird man dann auch während des Fluges einfach mal aus dem Flugzeug rausgeworfen? Ich meine, das schreit nach einem Flashmob, oder? Also Leute, küsst euch auf dem Weg zum Urlaub und zurück. Wegen Hassgesetz. Netflix will nicht in North Carolina drehen. Der amerikanische Streamingdienst Netflix hat laut Regionalzeitung Wilmington Star News nun eine Produktion einer neuen Serie abgelehnt, denn diese soll in North Carolina gedreht werden, aber dieser US-Bundesstaat sozusagen erlaubt noch einen Teil von homophoben Gesetzen und diese erlauben LGBT-Community-Leute sozusagen zu diskriminieren und das findet Netflix natürlich nicht toll und zu der Serie, es soll halt eine Coming-of-Age-Geschichte werden mit dem Titel OBX. Diese Abkürzung steht für Outer Banks, das ist eine 300 Kilometer lange Inselkette vor der Küste des Bundesstaates und die Serie wurde von Jonas Pate erfunden, der in North Carolina aufgewachsen ist, daher soll das auch dort gedreht werden. Und in der Geschichte selbst soll es dann halt um vier Teenager gehen, die aus einer fiktionalen Stadt kommen und sozusagen auf der Inselkette sozusagen Zeit verbringen bzw. leben und das zu einer Zeit, in der ein Hurricane die Kommunikationswege nach außen abschneidet. Das Fazit jetzt daraus ist, dass sozusagen, wenn das Gesetz bis dahin nicht abgeschafft wird, die Dreharbeiten in Charleston in den Nachbarstaat stattfinden sollen. Also ich finde es doch eine gute Idee, wenn man seine Reichweite dazu nutzt, um Regierungen dazu, ja, ich sage mal, unter Druck zu setzen, Gesetze für die Menschen und nicht gegen sie zu verabschieden. Und ich hoffe nur, dass das also besser läuft als damals, als beispielsweise Le Floyd bei der Angela Merkel mehr auf dem Schoß saß. Ne? Queers Volk kommt zurück. Der US-Kabelsender Bravo plant eine Neuauflage der schwulen Kultserie Queers Volk. Die Grundlage soll das britische Original sein, dessen 10 Folgen damals 1999 und 2000 im Sender Channel 4 ausgestrahlt wurde, in Deutschland auf Pro7. Dies war auch damals sozusagen die erste Sendung, die sich offen mit schwulen Lebenswelten und schwuler Sexualität befasste. Und das Remake soll nun ganz neue Charaktere bekommen in einem ganz neuen Setting. Ja, also ich weiß tatsächlich noch, wie damals die erste schwule Serie auch in Deutschland im öffentlichen Fernsehen lief, ja auf Pro7. Und als Fun Fact, die lief nachts um 2.30 Uhr. Wenn man quasi als Teenager noch von seinen Eltern ins Bett fast gebracht wird, ja, bloß nicht mehr zu spät Fernsehen gucken darf, um 2.30 Uhr und auch nicht nur um 2 Uhr, und so stand es in der Programmzeitschrift. Aber dann lief es mal um 2.45 Uhr erst los, mal schon um 2 Uhr, dann ging es erst um 3.15 Uhr los, ja, je nachdem, wie da gerade Luft war auf dem Programmplatz, also Videorekorder programmieren war da auch nicht. Bohemian Rhapsody räumt bei Golden Globes ab. Bei den diesjährigen Golden Globes gewann der Queen-Film Bohemian Rhapsody gleich in zwei wichtigen Kategorien. Der Film handelt von der Geschichte von dem Frontmann Freddie Mercury. Dieser war ein schwuler Mann und so war für die Gesellschaft auch, naja, es war halt damals noch nicht so gewöhnlich, dass man als Star sich outete und man gesagt hat, hey, ich bin schwul und ich stehe auf Männer. Genau das gleiche war dann 1984, als dann in den ganzen Zeitungen stand, dass er an HIV erkrankt ist. Und da merkte erstmal die Gesellschaft, hey, es kann jeden treffen. Auch ein Star kann HIV bekommen und vor allem ist es nicht nur unter Schwulen oder unter der Schwulenszene so, sondern es kann jeden treffen. Jeder kann an HIV erkranken bzw. kann sich anstecken. Genau, 1991 starb dann leider Freddie Mercury an AIDS. Und der Film dazu, Bohemian Rhapsody, hätte sogar das Zeug, es in unsere GoQueer-Tipps zu schaffen. Welcher der Newsbeiträge allerdings das Zeug dazu hat, den GoQueer-Like des Monats zu bekommen?
Das dürft ihr jetzt während der Geoquier-Tipps noch etwas rumrätseln. Wer auf YouTube zuguckt, vielleicht auch in die Kommentare schon mal meißeln. Wer vor dem Fernseher sitzt und so auf dem Notizzettel. Und dann lösen wir am Ende auf. Jetzt also zu den Geoquier-Tipps. Hier fangen wir an mit der Queer-Filmnacht, die ja jeden Monat auch in ganz Deutschland in ausgewählten Kinos gezeigt wird. Ja, du bist also Elfchen. Wenn man so von einem heißen, unbekannten Typen in der Wohnung seiner Oma begrüßt wird, sucht man doch sofort den Boden nach einer Stelle ab, wo man am liebsten versinken würde. Doch von wem spreche ich und wer ist eigentlich dieser heiße Typ? Der heiße Typ heißt Judd und er hat syrisch-stämmische Eltern, begann ein Medizinstudium, aber hat das dann wieder geschmissen. Nun hält er sich mit Putzjobs über Wasser und ist nebenher auch noch Surflehrer. Und unser Äffchen, ja, der heißt eigentlich Joris, geht oft in Fitnessstudios und sieht sein Leben zuweilen ein bisschen zu verbissen. Und ja, an Komik mangelt es den Begegnungen zwischen den beiden nicht, die sich im Film natürlich immer weiter fortsetzen. Eine typische Romanze also. Oder doch nicht? Auf jeden Fall verspricht der Film eine gute Unterhaltung. Die holländische Sprache trägt ihr übrigens zur Komik bei und der ein oder andere ironische Seitenhieb auf gesellschaftliche Probleme und Fragen, der verleiht dem Film erfrischende Tiefe. Ihr glaubt mir nicht? Überzeugt euch doch im Trailer einfach selbst davon. Heb jij nog meer adresjes? Als deze? Ja. Ja. Wat heb jij gestudeerd? Geneeskunde. Ik ben gestopt. Hé, hey, omaatje. Die zal je hem hebben. Mijn apengatje. Ach, je dacht, laat ik maar komen. Ik heb mijn papa opgehaald. Ma wilde niet langer betalen. Is Paula er? Nee, ik heb een nieuwe Paula. Zo, dus jij bent apengatje. Chat. Joris. Ga jij nou ook al vluchtelingen in huis halen? Hij is Joost. Oh ja? Ja? En dan ben ik zeker mijn gos. En billetjes naar voren, vanaf hier. Voel je hem? Ja, dan voel ik hem. Zo'n moslimtype. Zoiets doe je toch niet in deze tijd? En? Ik zou het niet doen. Hij is zo lief. En fucking lekker. Kijk dan. Dat zijn flikkers of niet? Flikkers. Je moet ze meteen op hun bek timmeren, anders pakken ze jou. Kijk, is net een piemel. Nee. Jezus. Homo. Wenn sich ein Teil von euch jetzt denkt, meh, wieder nur ein Film über Jungs, da gebe ich euch vollkommen recht. Lesbische Sichtbarkeit ist nach wie vor ein Thema. In unserer letzten Sendung haben wir uns etwas ausführlicher mit der Thematik beschäftigt und haben dabei auch auf die Queerzeit, also der Zeitschrift des LSVD Sachsen-Anhalt, hingewiesen. Diese ist heute unser nächster Go-Queer-Tipp. So sieht sie aus und die Artikel zur lesbischen Sichtbarkeit können sich sehen lassen. Es gibt unter anderem einen kleinen geschichtlichen Abriss über Lesben damals und heute. Außerdem einen Artikel über lesbische Transfrauen, also quasi eine Minderheit in der Minderheit. Und zudem noch die Forderung nach Prävention und Bekämpfung lesben- und transfeindlicher Gewalt anlässlich des Internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen, der jedes Jahr am 25. November stattfindet. Und wer die Queerzeit einmal selbst lesen möchte, der kann sie einerseits im LSVD hier in Magdeburg abholen. Dort liegt sie aus, wie auch im BBZ in Halle oder in den EZ-Hilfen hier in Sachsen-Anhalt. Und wer nicht gerade in den beiden größten Städten wohnt des Landes, der kann sie sich zuschicken lassen, einfach eine Mail an den LSVD schreiben und dann wird das Ganze eingetütet. Und weil lesbische Sichtbarkeit so wichtig ist, haben wir jetzt noch einen Film ohne Frauen für euch.
An dieser Stelle der Zaunpfahl an euch, dass wir immer Verstärkung für die Regie gebrauchen können. Aber zurück zum Film. In Mein bester Freund passiert eigentlich das Gleiche wie in unserem ersten Filmtipp. Per Zufall ergibt es sich, dass zwei Dudes sich kennenlernen und durch äußere Umstände Zeit miteinander verbringen müssen und sich damit ja, letztendlich verlieben. Und da wir Menschen natürlich überall gleich sind und mit den gleichen Fragen hadern, spielt dieser Film nun mal nicht in den Niederlanden, sondern diesmal in Argentinien. Lorenzo ist eher der Außenseiter und auch weniger begeistert, als seine Familie den Sohn des Freundes seines Vaters quasi aufnimmt, weil nämlich dessen Vater bei einem Verkehrsunfall stark verletzt wurde und nun im Krankenhaus liegt. Und jetzt müssen sich die beiden ein Zimmer teilen. Sie sind stark unterschiedlich, was für gewisse Spannung in dem Film sorgt und freunden sich aber doch an letztendlich. Ja, den Rest kann man sich nun leicht ausmalen oder sich den Film natürlich auch anschauen. Und weil Bilder nun noch mehr sagen als Worte, schaut doch mal selbst rein. Mati, no sé, Joaquín. Hola, puta. Y mano, dale, vamos. Carlos, mi amigo de Buenos Aires. Ah, que estuvo preso. ¿Tú quién? ¿Qué pasa? Tiene la posibilidad de que su hijo venga a pasar un tiempito acá. Discúlpame, yo soy Caíto. ¿Caíto? Sería bueno que no esté nunca solo. No sé, como sutil, ¿no? Tampoco que se sienta vigilado, digo. Sos re nerd, boludo. Te puedo contar un secreto, pero prometeme que no se lo vas a contar a nadie. ¿Qué pasó? Te lo puedo pedir, por favor, no quiero hablar de esto. ¿De qué puedes confiar en mí? Te enamoraste de Caíto. Unser letzter Tipp ist ein Kurzfilm und thematisiert, wie manche Menschen nicht akzeptieren wollen, dass es sowas wie Trans überhaupt gibt. In einer Bar spielen René und Timon Billard, während Alex an der Bar seinen Drink genießt. Schnell wird klar, dass die Dudes am Billardtisch hetero sind und Alex für eine Frau halten. Dabei fällt bereits der ein oder andere Macho-Spruch. Als René nun pissen geht und Alex auch auf der Jungstoilette auftaucht, wird die ganze Situation weird. Genauso weird geht es im Film auch weiter, da man die Transphobie als Zuschauer förmlich greifen kann. Für schwache Nerven ist das, was im weiteren Verlauf passiert, nichts. Interessant ist allerdings, wie sich die drei Charaktere jeweils verhalten. Die Unsicherheit von René beispielsweise, der keinen Entschluss fassen kann, ob er einem kleinen Funken Verständnis für das Trans-Thema nachgibt oder ob er sich auf die Seite seines Freundes schlägt, dessen diskriminierendes Verhalten langsam aus dem Ruder gerät. Den Film findet ihr auf YouTube von AnywayTV auf dem Kanal und ihr könnt dort nach halbe Sachen suchen. Genau, und dazu haben wir jetzt nochmal einen extra Beitrag für euch, denn wir haben die Darsteller des Kurzfilms interviewt und ich würde sagen, viel Spaß bei dem Video. Das ist halt auch darauf aufmerksam zu machen, wie schnell die Gesellschaft Menschen in diese zwei Schubladen einteilt, Mann oder Frau. Und es eben aber auch Menschen gibt, die man nicht so gut in diese Schubladen einteilen kann, die sich vielleicht doch gar nicht einteilen lassen wollen. Aber wie schnell es dennoch passiert, dass Leute darauf mit
Aggression und Gewalt reagieren, nur weil ein Mensch nicht in eine dieser zwei Schubladen augenscheinlich gerade reinpasst. Und deswegen wollten wir da nochmal einen Spiegel vorhalten, sozusagen, dass man eben nicht so reagieren sollte und den Menschen als Menschen betrachten sollte. Und nur weil er nicht in eine dieser beiden Schubladen reinpasst, dass man nicht das Recht hat, jemanden schlecht zu behandeln. Nur deswegen. So, und leider passiert es einfach noch oft genug, auch heutzutage, auch in Köln, dass eben queere Menschen belästigt, angegangen oder sonstiges werden. Das Schwierigste war eigentlich auch so die letzte Szene, da die halt auch mehrmals wiederholt werden musste und es ja auch eher eine ziemlich krasse Szene war. Wir haben natürlich versucht, es real darzustellen. Natürlich ist da auch Körpereinsatz drin gewesen. Und natürlich hat man mal ein bisschen Kopfweh, wenn man halt an den Haaren gepackt wird und mitziehen muss gegen eine Stahlwand. Aber es war jetzt nicht so schlimm. Also wir haben halt darauf geachtet, dass wir das abfedern. Und dass es halt trotzdem real rüberkommt. Trotzdem hatte ich am Ende noch Tränen in den Augen, weil ich Kopfschmerzen hatte. Aber es hat ja gut gepasst. So, das hat eigentlich nur die Szene gefördert, sozusagen. Ich kann da nur für mich sprechen. Ich bin gar nicht sicher, ob ich einen transphoben Charakter gespielt habe. Denn, er findet sich ja gerade so ein bisschen in der Situation, dass er jemanden cool findet, dann erfährt, dass er trans ist und ja irgendwie immer noch sehr angetan ist und das jetzt irgendwie mit sich und seiner sozialen Rolle ausmachen muss. Und da eventuell, das wäre jetzt mein Deutungsansatz, nicht stark genug ist, das schon gerade so vor sich, geschweige denn vor anderen zu repräsentieren und da gerade für zu stehen, weil er sich da nicht versteht. Am schönsten war für mich, dass ich neue Methoden kennenlernen konnte, schauspielerisch, mit der Regie und die auch direkt in die Tat umsetzen konnte, ausprobieren konnte, wie es ist, irgendwie mal so ganz im Affekt zu spielen oder ad hoc. Also da gab es verschiedene Herangehensweisen. Und auch hier, das zieht vielleicht nochmal in Richtung letzte Frage, Schwierigkeiten, ja, Szenen vielleicht auszugestalten, auch mit Mitteln, hey, was ist denn, wenn wir irgendwie einen öffentlichen Ort haben, aber nicht viele StatistInnen? Wie regelt man sowas, dann einfach kreativ zu werden und das als Gruppe zu bewältigen? Das war sehr gewinnbringend, sehr bereichernd. Zum Schönsten so. Das Schönste, das Lustigste war halt eigentlich die Toilettenszene. Weil wir da halt den ganzen Tag in dieser kleinen Klokabine alle gehangen haben. Der den Ton machen musste. Die haben sich alle der kleinen Klokabine gestapelt. Und also am Ende hat keiner mehr Nerv. Aber es war trotzdem witzig. Wir haben nur noch gelacht, vor allem auch, weil eigentlich die ganze Zeit die Nebelmaschine an war. Ich glaube, das hat uns auch so ein bisschen benebelt. Genau, aber es war schon ziemlich witzig und wir haben viele Witze gemacht. Und das ist jetzt auch so ein kleiner Insider. Also eigentlich immer, wenn Max und ich jetzt auf Toilette gehen, spielen wir diese Szene nochmal nach, einfach aus Joke, einfach weil es so witzig war. Kommen wir zu den Go-Queer-Like des Monats. Ich würde sagen, Trommelwirbel, der Go Queer Like geht dieses Mal an Netflix, denn wir sind stark davon beeindruckt, dass Netflix die Dreharbeiten in North Carolina abgelehnt hat, weil das Gesetz halt einfach nicht geht, dass man immer noch LGBT-Community-Leute diskriminieren darf. Genau, ich hoffe, ihr hattet richtig geraten. Vielleicht hat der eine oder andere das schon geahnt, dass es das wird. Aber wie gesagt, das ist jetzt das Ende der Sendung. Ich freue mich ganz doll wieder auf die nächste Sendung. Schaut wieder vorbei. Hoffe natürlich, dass diese Sendung euch jetzt gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Schaltet rein.